Hauptsache, er kann fummeln. Magic Hands. Ich habe tatsächlich gar nicht so lange Finger, glaube ich. Im Verhältnis zu meiner Hand sind die Finger, glaube ich, recht normal. Das Wetter ist schlecht, Freunde. Was wollte ich machen? Ich wollte mal, ich glaube kaum, dass sich darin was ändern wird. Ich habe ja schon gelernt, dass ich hier unendlich Platz habe im Inventar. Sehr, sehr gut. Finde ich perfekt. Perfekt für meinen Playstyle. Ich muss draußen. Wenn du meinst. Draußen vor der Burg. B, genau, B war das. Wir haben 10 Lernpunkte. Ich habe noch keine Ahnung, was ich spielen will. Ich glaube kaum, dass sich daran was ändern wird. An der Geschichte. Gibt es irgendwie einen Lock oder so? Ah, da. Oh, perfekt. Der Schatten Sly hat mir versprochen, ein gutes Wort im Yoga für mich einzulegen. Wenn ich Neck finde, der Gardist könnte zum neuen Lager übergelaufen sein. Fletcher aus dem Arena-Viertel sollte ich nach Neck fragen. Um bei Gommes-Leuten im alten Lager aufgenommen zu werden, soll ich mich bei Toros melden. Gott, oh Gott. So. Ich. Lass uns lieber los. Erstmal abwarten. Es wird nicht. Erstmal abwarten. Ein sehr komisches Geräusch. Das passiert mir nicht nochmal. Das passiert mir nicht nochmal. Hui! Das ist die andere Seite vom Lager. Ich höre nicht mehr auf das Gefahr. Fleischschwanzen? Heißen die Dinger so? Der letzte Scheiß. Hallo? So was sagt man aber nicht zu seiner Mama. Kann schon sein. Wahrscheinlich hast du. Hui, hui! Der Level Schutzgeld von mir. Ich höre nicht mehr auf das Gefahr. Absolut idiotisch. War doch klar, dass das Ärger gibt. Wahrscheinlich hast du. Parkür! Butler, Butler. War doch klar, dass das Ärger gibt. Solange ich nichts damit zu tun habe. Ich frage mich ja auch noch, welchem Lager ich mich anschließen soll. Ich denke mal, das alte Lager ist so eine gute allgemeine Platte, wo man hingehen kann. Ich halte mich da lieber raus. Man muss eben aufpassen. Das neue Lager war ja, also die ich. Ich werde mich nicht der Sekte anschließen, die weiß ich nicht. Da werde ich beim Gedanken wahnsinnig. Ich halte mich da lieber raus. Hey da! Da hast du nochmal Glück gehabt. Quatsch, das passiert mir nicht nochmal. Ganz nah aneinander stehen. Der Sekte natürlich. Wie steht's denn so? Seit ich aufgehört habe, in der Mine zu arbeiten, lässt es hier richtig gut leben. Und woher kriegst du dein Erz? Ich helfe Leuten, die Probleme haben. Wenn du hier Ärger mit einflussreichen Leuten hast, kann ich dafür sorgen, dass die Sache wieder ins Lot kommt. Wie? Wenn ich hier Ärger habe, kannst du mir also helfen. Wie? Nun, sagen wir mal, du hast Ärger mit Torus. Du solltest es besser nie dazu kommen lassen, aber man weiß ja nie, was passiert. Torus kann ziemlich stur sein. Wenn du dir es einmal mit ihm verscherzt hast, redet er nicht mehr mit dir. Das ist schlecht. Denn als Neuer bist du auf ihn angewiesen. Also
kommst du zu mir. Ich kenne eine Menge Leute hier, die Einfluss auf Torus haben. Die legen ein gutes Wort für dich ein und Torus ist wieder auf deiner Seite. Aha. Natürlich wollen die Jungs dafür Erz sehen. Dein Erz. Und ich kümmere mich darum, dass dein Erz die richtigen Leute erreicht. Okay. Kann schon sein. Also ist er mehr so mehr oder weniger so ein Vermittler, der dann seinen Obolus davon haben will. Was machst du da? Hä? Kann ich da nicht rauf? Halt, stopp! Nee, offensichtlich nicht. Grüße, Akatosh! Das ist wirklich nicht mein Problem. Ich hab Gothic im Streamtitel falsch geschrieben. Du bist echt der Fehlerfinder, ne? Oh, ich hab Gothic falsch geschrieben. Oh je, Midi. Oh je. Grüß dich, Akatosh, wie geht's dir? Wenn du meinst. Früher wäre das ganz anders. Ich glaube, da soll ich nicht rauf. Man darf auch nicht alles glauben, was man will. Okay, ich helfe dem mal, die Typen da draußen Platz zu machen. Ja, los geht's. Ich bin bereit, mit dir zu gehen. Lass uns das Amulett holen. Gut. Wobei, Moment. Nee, warte. Ich wollte erstmal mit ihm reden. Oh nein. Shit. Wenn du meinst. Kacke, nein, nochmal zurück. Ich wollte ihm erst noch mal fragen. Weil ich habe ja von denen erfahren, dass die von irgendwem, also der eine von irgendwem Geld bekommt noch. Und ich glaube, dass das die sind. Also, dass er das ist. Und die haben gar keinen, wer ist es? Der schuldet, die schulden dem gar nichts. Die haben auch kein Amulett von dem. Eher andersrum. Der will die nur loswerden. Mir geht's gut. Ab Mittwoch bis Freitag Urlaub. Was willst du schon wieder? Was denn jetzt schon wieder? Es ist eine neue Gelegenheit für dich gekommen, dich als Freund zu erweisen. Mit nur 10 Erz bist du dabei. Wie sieht's aus? Man darf auch nicht alles glauben. Nope. Wir sehen uns. Pass gut auf dich auf, Kleiner. Kann ich da mal vorbei? Was ein Stimmungswechsel. Das heißt, du hast von Mittwoch bis Freitag Urlaub, dann Weihnachten und dann nächste Woche wieder arbeiten? Verlass dich auf jeden. Wer kaut denn so? Stell dir mal vor, irgendwer steht vor euch, beißt in sein Fleisch rein. Das macht doch keiner. Meine Fresse. Hä? Moment. Ich habe mit denen geredet. Und die... Das, was die gesagt haben, hat für mich nicht den Anschein erweckt, dass der den Geld schuldet, dass die das Amulett haben oder so. Weißt du eigentlich, wie das bei Gothic mit den Kämpfen gegen Menschen läuft? Nein. Um auch Akatoshs Frage gleich zu beantworten. Mein erstes Gothic. Ich habe keine Ahnung. Aber irgendwie muss ich es herausfinden, nicht? Vielleicht gibt es noch Beleidigungsfechten. Jetzt habe ich Steuerung gedrückt, weil ich mit ihm reden wollte. Hab die Schüssel aufgehoben und der zückt seinen Knüppel. Der will mich jetzt knüppeln. Was machst du hier draußen? Ich will meine Ruhe haben. Also zisch ab. Boah, habe ich dein Glück. Klauen und dann mit ihm reden? Tut nicht weh. Warum bist du hier und nicht im Lager? Ich... Warte darauf, dass ein Kumpel von mir aus der Mine kommt. Er schuldet mir noch Erz. Ohne das Erz kann ich mich nicht im Lager sehen lassen. Sonst kann ich den Gardisten kein Schutzgeld zahlen und dann kann die Sache für einen ziemlich unangenehm werden. Hä? Willst du die Besonderheit wissen? Nö. Ich finde das jetzt einfach raus. Ich kann ja immer noch neu laden. Neu laden geht immer.
Verlass dich auf jemanden. Das ist wirklich nicht mein Problem. Man darf auch nicht alles. So. Save it. Talk with it. Los geht's. Ich bin bereit, mit dir zu gehen. Lass uns das Amulett holen. Gut. Dann wollen wir mal. Man darf auch nicht alles glauben, was man hört. Weißt du schon, wie du spielen willst? Also mit Zauber oder Schwert? Nein. Ich werde auf jeden Fall alles klauen, was mir unter die Finger kommt. Deswegen, wenn ich irgendwas lernen kann, was es mir möglich macht, Leute zu bestehlen, werde ich das machen. Und Zauber klingt interessant, aber ich weiß nicht, wie das Zaubersystem hier ist. Das heißt, eventuell. So. Weiß ich nicht. Hier sind wir. Schön weit weg von deinem Freund Diego. Ich soll dir schöne Grüße von Bloodwin bestellen. Noch einmal und du kannst was erleben. Ich bin kaum, dass sich daran was ändert. War nicht besonders schlau. Ich verstehe. Solche Dreckschweine. Das war die Besonderheit. Ach so. Kann ich irgendwen davon mitnehmen? Nö. Ich habe halt noch keine Rüstung und nichts. Ich müsste mir eine kaufen eigentlich. Ich habe ja noch ein Schwert, was 100 wert ist. Oder 50, wenn ich es verkaufe, glaube ich. Und ich habe ja noch 290 Erz. Das heißt, eigentlich könnte ich auch was kaufen. Also du warst nicht tot, die haben dich nur umgehauen und ausgeraubt. Ja, das weiß ich. Ja. Da stand ja, ich habe Erz verloren. Und das lasse ich nicht auf mir sitzen. Ein Kampf! Schöner Kampf. Versuch das. Okay. Das Kampfsystem ist per se nicht schwer. Bis jetzt zumindest. Ich muss nur mich dran gewöhnen, dass ich nicht immer nach vorne drücke zum Hauen. Kann schon sein. Verlass dich auf jemanden. Und ich kaufe mir irgendwas. Irgendwer von euch hatte doch Rüstung. War doch klar, dass Wenn ich... Wer hatte von euch nochmal Rüstung? Nee. Sly ist es nicht. Inwiefern kann man den Tipps oder Infos zum Spiel sagen? Also, sagen wir mal so. Ich bin kein Mensch, der Backseat Gaming verachtet und das per se hilft. Ich würde darum bitten, Tipps mir nur zu geben, wenn ich wirklich aktiv drum bitte. Oder wenn ich kurz davor stehe, irgendwas zu machen, was sehr, 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 sehr dumm ist. Aber nicht im Sinne von dumm und dann ist lustig, sondern dumm im Sinne von das Spiel ist danach kacke. Das ist wirklich nicht mein Problem. Wie oft habe ich euch Pennern gesagt, rennt nicht durch meine Hütte! Ist ja okay. Ich dachte, du kannst das kaufen oder so. Ist von... Haben die gesagt von Bloodwin? Erstmal abwarten. Es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Pass gut auf dich auf, Kleiner. Ja, von dem war das, ne? Bloodwin. Wow. Merrick? Warte doch mal. Ich habe gehört, du hast dich mit Bloodwin unterhalten. Warum? Was willst du? Fand ich echt gut von dir, dass du dich geweigert hast, ihm Schutzgeld zu zahlen. Das heißt, wir anderen müssen deinen Teil mitbezahlen. Ich werde dafür sorgen, dass du dich daran erinnerst, wenn er dich das nächste Mal fragt. Wow! Ein Kampf! Genug. Noch einmal und du kannst was erleben. Ich will Rüstung kaufen. Was soll denn das hier?
Hey Mann, neu hier? Dich habe ich hier noch nie gesehen. Wenn du nichts dagegen hast, komme ich ein Stück mit. Du kannst sicher einen Freund brauchen. Verpiss dich, ist aber sehr, sehr unnett. Oh nein, oh nein. Verpiss dich. Du bist heute nicht so gut drauf, was? Ich glaube, ich komme mal besser mit. Sag mal, wohin geht es eigentlich? Nein! Oder ist das eine Überraschung für mich? Ich mag Überraschungen. Ist das der allernervigste Fan? Wie steht's? Nicht schlecht. Wenn man gut kochen kann, hat man viele Freunde hier. Willst du etwas von meinem Reiseintopf? Nein. Hier, nimm und lass es dir schmecken. Danke. Du könntest mir einen Gefallen tun. Scheiße. Was kann ich für dich tun? Du bist sicher gutes Essen gewöhnt. Ich hab da ein neues Rezept. Fleischschwanzen-Ragout à la Snuff. Mit Reis und Pilzen. Du kannst haben, Pilzen. So viel du willst. Aber ich brauche noch 3 Fleischschwanzen und einige Höllenpilze. 5 müssten reichen. Okay. Hört sich gut an. Dann sieh mal zu, dass du die Sachen besorgst. Der letzte, den ich losgeschickt habe, kommt einfach nicht wieder. Ist bestimmt zum neuen Lager übergelaufen. Klar, bestimmt. Bestimmt nicht so, dass der in der Höhle oder so zerdeppelt wurde. Hi Fletcher. Hey du. Wenn du dein Schutzgeld loswerden willst, heute ist nicht der Tag. So, und warum nicht? Weil ich gar nicht da bin. Er ist unsichtbar. Wo bist du denn? Eigentlich bin ich in der Burg am großen Lagerfeuer und trinke ein Bier. Aber behalt's für dich. Wie kommt es dann, dass wir beide uns unterhalten? Neck ist verschwunden. Er ist normalerweise für dieses Viertel verantwortlich. Bis er wieder da ist, hat Torus mich hier eingesetzt. Okay. Weißt du, wo Neck geblieben ist? Nein, und ich werde es auch nicht rausfinden. Wenn einer was weiß, dann die Butler aus diesem Viertel. Aber die Butler reden nicht mit Gardisten. Vor allem nicht jetzt, denn sie wissen, dass ich diese Drecksarbeit hier verabscheue und insgeheim lachen sie sich über mich tot. Verlass dich auf jemanden. Okay. Lass mich mal vorbei. Sei ja mal. Lass dich von mir nicht stören. Ich bleibe einfach bei dir, keine Sorge. Will bei euch mitmachen? Ich will eigentlich was über Neck herausfinden, aber... Kannst du mal bitte einen Moment die Klappe halten? Klar. Ist der intelligent genug, mir nicht auf den Kopf zu hauen, wenn er helfen soll? Fingers. Ich will Schatten. Was ist der Unterschied zwischen einem Gardisten und einem Schatten? Du würdest nicht zufällig bei Diego ein gutes Wort für mich einlegen. Kommt drauf an. Wenn du zeigst, dass du als Dieb was gelernt hast, könnten wir dich schon brauchen. Wie soll ich das machen? Was willst du haben? Lerne ein Diebestalent. Werde geschickter im Schleichen, im Taschendiebstahl oder im Öffnen von Schlössern. Dann werde ich dir meine Stimme geben. Okay. Erst kommt Rang Schatten, dann Gardist. Ah, okay. Ein interessantes Rangsystem. Da ist er wieder. Lass uns lieber über was anderes. Das ist die Arena. Glaube kaum. Lass uns lieber über
Verlass dich auf jemanden und du bist verlassen. Wer bist du? Du bist einfach nur ein Gardist, okay. Es wird nicht so heiß gegessen. Ja, mit Gehalt, das muss nicht jeder wissen. Mal auch klarer. Noch nicht besonders schlau. Lass mich mal vorbei. Ich glaube kaum, dass sich daran was ändern wird. Lass uns lieber über was anderes. Da steht niemand. Lass uns lieber über dieses schreckliche Dorf. Ich höre nicht mehr auf das Gefasel. Das war der, der mir die Hütte gegeben hat. Wir lernen gar nichts. Aufpassen, was man rumerzählt. Verlass dich auf jemanden. Scary. Skibbidi-dap-dap-dididip, Scary. Karim. Ist nicht Karim Benzema, oder? Kämpfst du in den großen Schatten? Lass mich mal vorbei. Ich weiß, bei irgendwem stand ich und konnte was kaufen. Hatte der Schmied? Schatten. Kann schon sein. Hola. Hier ist der Schmied. Absolut. Na Schmied, wie läuft das Geschäft? Was geht dich das an? Vielleicht habe ich einen Auftrag für dich. Ach ja? Was denn? Ich überleg's mir. Komm wieder, wenn du was brauchst und geh mir nicht auf die Nerven. Ich möchte Dinge fürs Schmieden kaufen. Aber... Ich kann halt Klingen kaufen. Warum auch immer. Und die Schwerter, die ich ihm verkauft hab. Verlass dich auf jemanden, du bist verlassen. Tja. Du meinst? Ich weiß auf jeden Fall, dass es irgendwo gequatscht wird. Willst du wissen, wie der heißt? Ja, wie heißt der denn? Ich muss ihn immer noch finden. Der war, glaube ich, aber auch am Anfang. Der war nicht versteckt hier hinten. Oh, fuck. Lass uns lieber über was anderes. Früher wäre... Gequatscht wird viel. Gequatscht. Nicht so viel Quatsch. Ach, der habe ich schon ausgeräumt. Fisk müsste der heißen. Ist das der Fisk? Nein. Mordrak, was verkauft der? Erstmal abwarten, es wird nicht so heiß gegangen. Zeig mir deine Ware. Such dir was aus. Zähne, Becher, Schüssel, Fackel, Erzbrocken, Pfeile. Nein. Witzigerweise verkaufen mir alle Pfeile, aber keinen Bogen. Kann man nur so sagen, ne? Also Pfeile ja, Bogen nein. Das ist wirklich Butler, Butler. Dexter. Zeig mir deine Ware. Ich habe hier nur den besten Stoff. Den besten Shit.
wäre schon lange geklärt. In seiner Haut würde ich trotzdem nicht stecken. Früher wäre das ganz anders geworden. Kann schon sein, aber wen interessiert das? Lass uns lieber irgendwas anderes. Ich höre nicht mehr auf. Wird er halt für dich. Muss nicht gleich jeder wissen. An der Geschichte muss doch wohl was dran sein. Wahrscheinlich hast du recht. Lass uns lieber über was anderes reden. Lass uns lieber über was anderes reden. Ah, das war das. Mir fehlen 10 Stärkepunkte. Solange ich nichts damit zu tun habe. Hast du eine Rüstung für mich? Nun, ich bin sicher, dass ich dich zufriedenstellen kann. Dazu. Solange ich damit nichts zu tun habe. 250 Erz. Wird viel. Manche lernen eben gar nichts dazu. Gib mir die leichte Butlerhose. Eine gute Absolut Wahl. Zeig mir deine Ware. Man darf ja auch nicht alles glauben, was man hört. Ich höre nicht mehr auf das Gefahr. Lass uns lieber über was anderes reden. Das ist nur wirklich nicht mein Problem. Ich nichts damit zu tun habe. Ich höre nicht. Wie viel Stärke habe ich eigentlich? An der Geschichte muss doch wohl ich was Ich dachte, das wäre schon lange geklärt. Wenn du meinst. Wenn du meinst. Davon abgesehen, dass das Schwert 20 Schaden oder 20 Stärke braucht. Das hier braucht 20 Schaden und braucht nur 10 Stärke. Das ist besser. Oh, Laweckchen. Ich frage mich gerade, ob du Gotischer im Titel auch falsch geschrieben hast. Wenn es eine Anspielung an Otter ist, dann müsste es Gotischer heißen. Und wenn es Gotischer heißen soll, dann fehlt das H. Ich gehe wieder jedem auf den Sack. Nee, es sollte eine Anspielung auf Gotik sein. Das passiert mir. Das ist nur wirklich nicht mein Und die Problem. Anspielung auf Gotik müsste richtig geschrieben sein. Aber ich könnte auch Gothica-Otter schreiben. Aber dafür ist meine Weihnachtsmützenoptik dann doch irgendwie zu wenig Gothic. Wenn du meinst, klar komm. Verlass dich auf jemanden und du bist verlassen. Das ist der Geschichte. Solange ich damit nichts zu tun habe. Wie viel? Ich habe 10 Stärke. Und habe 40. Oh Gott. Zeig mir deine Ware. Kann schon sein. Okay, wenn ich das reinpacke. Das passiert mir nicht nochmal. Ja. War doch klar, dass das ich halte mich da lieber raus. Ich habe da auch meine Erfahrungen. Ich dachte, das wäre schon lange geklärt. An der Geschichte muss wohl noch was dran sein. Ich höre nicht mehr auf das Gefasel. Das passiert mir nicht nochmal. Erstmal abwarten. Das ist nur wirklich nicht mein Problem. Ja, das ist nicht gut. So viel Geld habe ich nicht. Wahrscheinlich hast du recht. Erstmal abwarten. Komm, es wird ja auch nicht so heiß gegessen. Wasser, Käse, das sind nur 40. Das ist nur wirklich nicht mein Problem. Immer wieder dieselbe. Bier. Erstmal abwarten. Es ist auch nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Solange ich nichts damit zu tun habe. Ich dachte, das wäre immer wieder dieselbe Lass uns lieber was reden. Ich glaube kaum, dass ich daran. Gotisch ist richtig? Perfekt. Okay, die Reichweite ist kürzer. Aber der Schaden ist halt deutlich mehr. Ich muss doch die Hülse anziehen, nicht? So. Okay. Hauen wir den beiden draußen auf den Sack? Oder versuchen es zumindest?
Die WhatsApp-Gruppe der Abteilung war heute wieder geil. 8 Leute in der Abteilung, 2 davon Azubis, 2 haben Urlaub und heute sind 2 krank. Als ich das gelesen habe, mit Leute, mir geht's nicht gut, bin krank, direkt WhatsApp auf Mute und Handy auf nicht hören gesetzt. Alles richtig gemacht. Alles richtig gemacht. Ich werde morgen auch das letzte Mal in die Firma fahren. Nochmal für so ein Team-Gesamttag-Meeting. Abends auf die Weihnachtsfeier und dann ist für mich dieses Jahr auch Sense. Steck die Waffe weg! Hä? Warum? Steck endlich die Scheißwaffe! Steck die Waffe weg! Der Butler rennt weg. Steck endlich die Scheißwaffe! Nice! Tja, der hat Angst, nicht? Kann ich ihn jetzt... Apfel, Laute. Ja. Ich hab dich gewarnt, die Drecksf... Hä? Will ich auch hoffen hier. Tse. Das will ich auch hoffen. So, jetzt gehe ich mal wieder in die Stadt und hoffe, dass die mich nicht angreifen. Aber grundsätzlich, keine Ahnung. Krawallotter? Meine Devise, einer für mich und alle auch für mich. Ja. Hallo, guten Tag, guten Tag, guten Tag. Was machen die, wenn ich hier? Will der, dass ich in der Stadt gegen ihn kämpfe? War nicht besonders oder ist das ein Fehler? Ich dachte, ich bin bereit, mit dir zu gehen. Lass uns das Amulett holen. Gut, dann wollen wir mal. Los geht's, mein Freund. Ich glaube, der wird überrascht sein. In seiner Haut will ich. Man darf auch nicht alles glauben, was dachte. Aber es ist schon krass, ach, er ist wieder da. Schon krass, wie viel weniger Schaden ich gerade bekommen habe durch die Hose alleine. Darfst du noch was sagen? Ja, heraus, Akatosh. So. Hier sind wir. Schön weit weg von deinem Freund Diego. Wir sollen dir schöne Grüße von Bloodwin bestellen. Irgendwas stimmt mit dem Streamplan nicht. Den habe ich vorhin angepasst. Hat er nicht hochgeladen? Ich hatte den angepasst. Naja, wenigstens. Ja, dankeschön. Weitermachen. Was kann denn die Nagelkeule?
11. Wert 13. Quasi Schrott. Naja. Also ich hatte das den eigentlich... dir noch leid tun. Hä? Was denn? Ich hatte den angepasst. Vielleicht hat das nicht hochgeladen. Was passiert jetzt, wenn ich mit Bloodrun rede? Gar nichts. Pass gut auf dich auf, Kleiner. Kann ich da mal vorbei? Sure. Das passiert mir nicht. Jo. Ich speichere mal kurz. Juckt die das, wenn ich hier kämpfe? Was macht der da?